Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Monomorpho-Video, was ich alleine aufnehme. Und zwar auch eine Challenge, und zwar die Only Pistol Challenge. Und die Pistol Challenge werde ich mit der 50 GS bestreiten. Die Sachen habe ich drauf, falls es irgendwen interessiert. Und ich darf noch Stim benutzen, also quasi alles, was den Gegnern nicht schadet. Also Claymore, Granate, Molotow und so weiter darf ich nicht benutzen. Ja, und dann würde ich sagen, geht's gleich mal los. Wisst ihr, was ich immer hasse? Bei diesem Spiel kann man so gut wie alles einstellen, außer leider die Maps. Welchen Spielmodus und so weiter, wieso kann man nicht einstellen bei diesen Spielen, dass man nicht volle Lobbys schon möchte, beziehungsweise schon gestartete Lobbys. Das nervt einfach jedes Mal, du startest, startest, startest und kommst immer wieder in schon gestartete Dingsrunde. Es nervt so sehr. Komm schon, was soll das denn? Will mich das Spiel schon mal verarschen, Junge? Okay, das Spiel will mich jetzt wirklich langsam haben, ne? Langsam reicht's mal. Aha, nach genau 22 Minuten und 29 Sekunden habe ich es geschafft, eine Lobby zu finden, die gerade startet. Komm, das Spiel will mich doch echt mobben. Das Spiel will mich doch echt mobben. Und dennoch auf meiner absoluten Hass-Map Ramazza, Junge. Das überhaupt Map zu nennen, Junge, das ist selbst schon eine Schande für das Spiel. Auf jeden Fall, kann man eigentlich sagen, ja, die 50 GS, ich muss gerade nach Vollwort, komm ich auf Vollwort, das ist ja was anderes. Die 50 GS habe ich doch schon ein bisschen hochgelevelt, ich glaube, die habe ich auf 18 oder so. Hab davor schon ein paar Runden gezockt, damit ich jetzt nicht auf Level 1 anfange. Ich komme um die Ecke, werde gleich abgeknallt, das finde ich geil. Auf jeden Fall ist dem eingepackt, easy. Also, ich weiß nicht, seitdem ich mein Mess auf Gold gemacht habe, ja, ich habe es wieder auf Gold, liebe ich Stims. Ich komme einfach fast schon gar nicht mehr ohne aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist hier noch einer? Nee? Okay. Um die Ecke, komm. Ja, mein Aim war auch schon mal besser. Huch. Die sitzen alle in der Ecke. Mann, wieso habe ich keine Raketenwerfer eingepackt? Jetzt aber. Na toll, jetzt sitzen sie nicht mehr in der Ecke. Wäre ein easy Handy gewesen. Na gut, bei meinem Aim. Hätte ich wahrscheinlich erstmal 3 Jahre daneben geschossen, dann hätte ich. Oder ich wäre gestorben. Ich tendiere ja zum zweiten. Hallo. Auf Wiedersehen. Da ist noch einer. Und ich bin down. Hat mich jetzt richtig weitergeknallt, Alter? Ah ja, ah ja. Oh, halt, 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 ich darf die gar nicht einsetzen. Huch, das hat jetzt mal keine Sinn. Und ich bin schon da down. Ey, ganz ehrlich, wieso muss man sich in jede scheiß Ecke hocken? Genau aus diesem Grund hasse ich diese Map. Ich hoffe, mich zu schießen. Alles klar, alles klar. Dann verprügelt ich mich erstmal fett. Ja, moin. Das ist doch schon wieder lächerlich. Läuft hier irgendwo einer? Seitdem die irgendwie die Steps geändert haben, weiß nicht, da habe ich die Steps irgendwie gar nicht mehr so gefühlt. Selbst wenn sie neben mir laufen, höre ich gar nichts mehr. Damals waren sie einfach so einmal aufgetreten, hast du über die ganze Map gehört. Jetzt sieht auch nicht so rosig aus. Ich würde mir ja einen Perk wünschen, wo man so die Steps lauter hört. Ist das meine? Ey, Alter, relax, Junge. Der Mob. Ey, siebt's doch nicht? Oh, der stand an der Ecke und hat geschimmelt. Das siebt's doch nicht. Ey, hä? Alter, wie scheiße kann man denn bitte aimen, Junge? Was ist mit mir los? Ich sag's doch, die Map bringt Unglück. Die Map bringt Unglück, auf jeden Fall. Die Map ist es. So, der ist down. Ah, die hängen auch wirklich in jeder Ecke, ne? Die hängen immer zusammen. Die räumen ja alles ab. Aber sowas hasse ich einfach, wenn du... Wenn du dich einfach in jeder Ocke... Ocke. Wenn du dich einfach in jede Hecke... Hecke. Also was ist denn jetzt hier los? Ich nehme auf, ich rede, ich kann nicht mehr reden. Das gibt's doch nicht. Die setzen sich halt wirklich in jede Ecke, schimmeln da zu zweit und knallen alle ab und freuen sich dann, dass sie Heli kriegen oder so. Was anderes kann ich mir darunter nicht vorstellen. Ja, komm mal her. Nein, nein, nein. Ich krieg auch noch. Easy. Nein, nein, nein. Halt, 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 halt. So haben wir jemanden in die Ruhe gequatscht, ja? Oh, hi. Hallo. Bleib mal stehen. Oh, nee, da unten. Immer diese Franzosen, ja. Ich frage mich ganz ehrlich, wieso haben die Franzosen noch kein Spielverbot bekommen? Ich meine ganz ehrlich. Keiner mag Franzosen. Wie wäre es eigentlich mit so einem eigenen Server für Franzosen? Das, ich glaube, das würde jeder mögen. So. Das wäre eigentlich ganz schick. Die spielen unter sich. Die können sich gegenseitig nerven. Nervt nicht mal uns. Meine Franzosen können bekanntlich eh nicht die Stellung halten, also ist das eh relevant. Kein Wunder, wenn die in die Stellung spielen. Das ist immer ruhig vor Franzosen. Das wimmelt immer von Franzosen. Egal welcher Spielmodus. Sobald du campen kannst, sind sie da. Aus Bestellung. Ah ja, ich bin schon wieder tot. Von unten. Oder? Nee, von da oben.
Ich weiß nicht, ich habe vorhin auch die, also hier, die K98 ausprobiert. Ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit so noch Hitmarker gemacht, trotz Vollmanöver geschossen. Das war echt deprimierend. Irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr, und dann mit Pistol angefangen und dann kam mir die Idee mit Only Pistol für ein Video. Also jetzt diesmal Multiplayer. Jetzt diesmal privat, ja. Und tschüss. Easy Heady. Obwohl ich ihn auf Heady getroffen habe. Ich habe selbst gesehen. So kann es gerne weitergehen spielen, ja. Kann ich gerne bevorzugen. Meinen Noobs muss man auch mal helfen, ja. Und tschüss. Nein. Ach komm, der war drauf. Das hat doch jetzt jeder sehen, ja. Mit einer M4. Ich weiß nicht. Die M4 ist nervt doch irgendwie. Jeder zweite rennt mit dieser scheiß M4 rum, ne? Das gibt's ja auch nicht. Ist hier ein Gegner. Nein. Gegner, wo seid ihr? Weiß nicht, ob das auch immer so gut ist, hier immer so offensiv rumzurennen. Naja, egal. Ist besser als campen. Auf Wiedersehen. Da oben ist einer. Komm her, hier. Komm her, mein Kleiner. Komm jetzt her. Jetzt kommt doch mit. Renn nicht vor mir weg. Sieh dem Schicksal in die Augen, Mann. Du wirst jetzt erschossen von meiner. Oh, hi. Ey. Komm, der stand doch vor mir. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab mich doch geschossen. Das ist ein Gegner. Hallo. Und tschüss. Nein, nicht. Ey, wieso über ich? Jetzt mal egal. Ich weiß nicht. Wirkt das nur so? Aber jedes Mal, wenn so ein Marschflugkörper ankommt, der trifft immer mich. Ich werde immer abgeknallt. Ich kriege immer alles ab. Ich werde hier immer abgeräumt. Huch, huch. Nein, nein, halt, 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 halt. Ey! Die laufen echt immer zu zweit rum. Das sind immer die Franzosen. Immer diese Franzosen. Ich glaube, die Franzosen haben ein sehr ausgeprägtes Zusammenleben. Ich meine, wie hätte sonst das Salon so werden können, wie es heute ist? Na komm, jetzt. Geht doch. Man muss einfach nur nicht so viel reden, dann geht das. Wenn man zu viel redet, dann trifft man nicht. Das ist eine goldene Regel anscheinend. Gut, die habe ich ehrlich gesagt gerade erfunden, aber es wird auch funktioniert. Und tschüss. Auf Wiedersehen. War eine schöne Zeit mit dir. Oh, da schon erst explodiert. Das war bestimmt zumindest so eine dreckige Mine. Ey, ich habe immerhin noch mal einen Clusterschlag bekommen, ja? Ja. Und bitte, lass mich den besten Killer. Jawohl. Ah ne, das ist der Last Kill, ne? Schade. Trotzdem, schön mit der Desert Eagle oder hier wie sie 50. Oder wie sie hier heißt, 50 GS. Ich bestehe sogar positiv. Geht das? Wo habe ich denn die 20 Kills her? Na gut, egal. Es war nicht gedacht, dass ich jetzt positiv schwer. Aber naja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.